schon mal gefragt, wie das eigentlich so geht, dass ein Haufen vieler Fische plötzlich die Richtung dreht? Kommt der Feind denen zu nah, gehen sie in Kugelposition, damit sie aussehen wie ein großer. Wusstest du das schon? Oder schau mal in den Himmel, wenn es kälter wird im Norden, wie zigtausende von Vögeln sich zusammentun wie Horden. Ohne Führung ganz von selbst reihen sie sich gen Süden ein, nur um Teil dieser Bewegung in dem großen Schwarm zu sein. Schwarm zu sein, Schwarm zu sein. Schwärme bilden sich im Frühling ständig neu. Um die 15.000 Bienen warten auf den Bonge treu. Bis die Kundschafter zurück und alle Bienen einig sind, ziehen sie ins neue Nest, und zwar alle ganz geschwind. Die Termiten in 5 Jahren bis 3 Meter hohe Haufen. Da sie nicht so lange leben, fragt man sich, wie soll das laufen, dass die nächste Generation einfach weitermacht am Bau. Die Termite an und für sich ist ja nicht sonderlich schlau. Es ist möglich hier und jetzt, das größte Wunder zu erleben. Sie energisch wie ein Schwarm, lassen wir die Erde beben. Denn je größer die Gefahr wird, je mehr man uns bedroht, desto stärker wird die Kraft der Einheit, die in allen wohnt. Nehmen wir doch mal den Menschen, was hat der denn so zu bieten? Ich meine im Vergleich zu Vögeln, Fischen und Termiten. Der Mensch ist ziemlich schlau und der ist stolz auf all sein Wissen. Doch trotz hoher Wissenschaften geht's ihm leider auch bestimmt. So fällt es auch nicht schwer, ihm jeden Bären aufzubinden, wodurch die Herzensaugen jedes Menschen nur erblinden. Schon glaubt er jeden Quatsch, den man ihm täglich erzählt, dass der Mensch die ganze Welt durch den Klimawandel quält. Dass der Mensch selber schuld ist am Finanzcrash in der Welt, an der Armut anderer Menschen, jeden Krieg um Öl und Geld. Lässt ihn reuemüdig kriechen und legt ab vom eigenen Handel, um jeden Protest in totes Schweigen zu verwandeln. Verwandeln. Sind wir. Doch von Unrecht zu Recht wird der Widerstand zur Pflicht. Immer mehr Menschen verstehen es und reißen mit das Licht jeden Lug und Trug und alles, was man uns verschwiegen hat. Sind wir wie ein Schwarm, machen sie die Lüge platt. Es ist die Zeit, in der wir leben, die uns zueinander drängt und die Sicht von Unterschieden auf die wahren Nöte lenkt. Ganz egal, wie du aussiehst, wer du bist und was du denkst, es ist Einigkeit vorhanden, die die Macht der Lüge sprengt. Bist du Schwärmen berufen, zum Sieger sein bestimmt, weil dein Mut und deine Hoffnung der Welt die Ängste nimmt. Konfrontierst dich mit den Leiden, gibst dein Herz dem Nächsten hin, verlierst auch nie den Glauben, dass der Friede hier gewinnt. Lass dein Licht im Herzen scheinen, wenn der Feinde sich vereinen. Lass die Liebe zu der Welt größer werden als Macht und Geld. Lass den Mut in dir obsiegen und lass ihn nie wieder verlieren. Lass den Frieden tief in dir über jede Spaltung siegen.